Die neue Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie, kurz LRG der TU München, wird zum Wintersemester ihren Betrieb aufnehmen. Sie steht im Zentrum der bayerischen Luft- und Raumfahrtstrategie, die Ministerpräsident Dr. Markus Söder am Montag in Garching vorstellte. In Ottobrunntorf-Kirchen entsteht ein neuer Universitätscampus und schließt das Metropoldreieck mit den Standorten Garching und Oberpfaffenhofen. In über 55 Professuren wird dann die Hälfte der universitären Luft- und Raumfahrtforschung Deutschlands gebündelt. Über Partnerschaftsmodelle mit Forschungseinrichtungen, internationalen Top-Universitäten und der Industrie soll die LRG ein neues Space Valley vor den Toren der Landeshauptstadt begründen. München wird damit der führende Forschungsstandort für Raumfahrt in Europa. Miniaturisierung, Hochleistungsantriebe und Werkstoffe, additive Fertigungsverfahren und künstliche Intelligenz sind die aktuellen Trends. Als Folge stehen gesellschaftliche Veränderungen bevor. Reisen mit Flugtaxis, präzise Erfassung von Klimaveränderungen und Satellitenschwärme, die eine lückenlose Internetverbindung ermöglichen. Das bedeutet auch, neue Geschäftsmodelle und neue Wertschöpfungsketten werden zu veränderten Wirtschaftsstrukturen führen. Es ist deswegen Zeit, weil es in der Luft- und Raumfahrt eine Umbruchsituation gibt. Das heißt, wir haben New Space. Im Augenblick werden 370 Milliarden Dollar pro Jahr in der Raumfahrt umgesetzt. Die Schätzungen laufen, dass in den nächsten 10 Jahren das Ganze auf 1 Billion Dollar hinausläuft. Das heißt, Deutschland muss sich engagieren, da mitzumachen. Und deswegen war es genau der richtige Schritt, die Grundlagen dazu zu legen, nämlich mit einer Fakultät, wo die Leute, die das dann später machen werden, nämlich Startups und Unternehmensgründungen, die das dort eben lernen. Für Ministerpräsident Söder ist klar, dass der Wirtschaftsstandort Bayern hier vorangehen muss. Also wir setzen hier ein sehr klares wissenschaftliches Signal. Die Welt verändert sich exponentiell. In anderen Ländern der Welt wird unglaublich viel Geld investiert für Technik. Und Deutschland, ehrlich gesagt, schläft etwas an der Stelle oder hinkt hinterher. Wir müssen da mehr mobilisieren. Wir gehen jetzt von bayerischer Seite voran, weil wir auch hier ein Space Valley haben. Wir haben sehr viel Luft- und Raumfahrt, wir wollen dann schon weitergehen. Partner für Amerikaner, für Chinesen, aber auch im europäischen Umfeld sein. Ich stelle mir das einfach so vor, dass wir da einen Beitrag leisten auch für die Zukunft Bayerns. Im Moment geht es uns gut, es muss aber nicht so bleiben. Und da muss man immer mit neuen Technologien neue Möglichkeiten für junge Menschen schaffen. Ein Beispiel für eine Technologie mit großem Zukunftspotenzial ist der Hyperloop, an dem eine interdisziplinäre Studierendengruppe der TUM forscht. Nur wer große Ziele anpeile, könne die Welt von morgen gestalten, so TUM-Präsident Professor Herrmann. Die Universität lasse ihren Studierenden daher freien Lauf und unterstütze sie, den nächsten Weltrekord zu erreichen. Söder bekräftigte sein Vorhaben, aus der Forschung einen Nutzen für die Gesellschaft zu ziehen. Hightech-Werkstoffe, alternative Energieträger, neue Formen der Mobilität und Fortschritte in der Medizin. Vieles erinnere in den Anfängen noch an Science Fiction. Die oft ablehnende Haltung von Kritikern kenne man aber aus der Vergangenheit, so Söder, und zieht Parallelen zur ersten Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth.